Hallo, meine Lieben. Ja, ich will euch jetzt mal erzählen, was das Universum richtig ist. Ein bisschen aufräumen mit den ganzen Mythen, mit den ganzen Vorstellungen, die wir haben. Das Universum wird sehr häufig zitiert und dafür verantwortlich gemacht, ob wir Dinge haben, ob wir Dinge bekommen, ob Dinge funktionieren, ob Dinge nicht funktionieren. Und ich will dir jetzt heute mal ein bisschen Klarheit verschaffen. Ja, das Universum. Was ist denn das Universum? Von welchem Universum spricht man denn? Was ist denn da drin? Wie wirkt es? Wie funktioniert das Universum? Alle sprechen vom Universum und eigentlich haben wir so vage Vorstellungen, bruchstückartige Vorstellungen vom Universum. Ja, Dr. Joe Dispenza zum Beispiel nennt das Universum Feld. Er nennt das die Leere. Er nennt es das Nichts. Das ist das Universum für Dr. Joe Dispenza. Esther Hicks spricht von der Vortex, der Strudel für Esther Hicks sind alle unsere Sachen im Universum. Grundsätzlich ist das Universum das Bewusstsein. Dein Bewusstsein, es ist dein Bewusstsein. Und zwar entsteht dein Bewusstsein wo? Im Kopf. Dein Bewusstsein entsteht im Kopf. Mein Bewusstsein entsteht in meinem Kopf. Dein Bewusstsein entsteht in deinem Kopf. Du bist dir von Dingen bewusst? Da bin ich mir gar nicht bewusst. Das gibt es für mich gar nicht. Das gibt es in meiner Welt nicht. Das gibt es in meinem Universum nicht. Und gleichzeitig gibt es Dinge in meinem Universum, in meiner Welt, von diesen Dingen weißt du nichts. Da bist du nicht bewusst. Da hast du kein Bewusstsein. Da weißt du nichts drüber. Und jetzt siehst du schon langsam, wo das hingeht. Ja, das ist in unserem Verstand, in unserem Mind, das englische Wort Mind ist ein viel besseres Wort. Es ist in unserem Kopf, es entsteht alles in unserem Kopf, in unserem Mind. Es entsteht in unserer Vorstellungskraft. Neville Goddard sagt, your imagination is God. Also deine Vorstellungskraft ist Gott. Und Gott ist das Universum. Gott ist der Schöpfer, die Quelle, die Energie, der Raum, in dem alles ist. Und dieser Raum entsteht durch dich und mein Raum entsteht durch mich. Also sind wir alle die Schöpfer, die Öffner, die Raumöffner. Jeder von uns öffnet Räume. Das ist nichts Spezielles. Wir eröffnen Räume, wir sind Räume, wir generieren Räume, wir generieren Bewusstseinsräume, wir generieren Vorstellungsräume. Und nachdem das jeder für sich selber so macht, wie er es auswählt, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, dazu spreche ich später, aber jeder wählt diesen Raum, seinen Raum. Und dadurch ist es eigentlich auch total logisch, dass du der Raum bist, dass du der Raum bist, du bist dein Universum. Und diese Bezeichnung ist einfach mal so irreführend, weil wir immer das Gefühl haben, ein Universum ist etwas, was selber schon entsteht, was entstanden ist. Aber dabei entsteht ein Universum, dein Universum, mein Universum, jedem sein Universum, jeden Moment neu. Es entsteht jeden Moment neu. Es ist nichts, wo ich reingehe, sondern es ist etwas, was ich generiere und was ich kreiere. Das ist mein Raum, mein Universum, meine Welt. Und so ist es für jeden unterschiedlich und deswegen ist es für jeden, hat jeder sein eigenes Universum. Und es ist so cool, weil wenn ich dann sage, ich bin mein Universum, ich bin meine Welt,
Und das kennst du vielleicht auch. Ich bin, was ich bin. Da gibt es von Wayne Dyer ganz, ganz tolle Teachings. Ja. Ich bin, das ich bin. Also ich bin das Universum. Ich bin der Schnee, bei mir schneit es gerade. Ich bin der Schnee in meinem Universum. Für mich ist der Schnee so, wie er für mich ist, wie er für dich niemals sein kann, zum Beispiel. Also schau dir mal Wayne Dyer an. Ich bin, das ich bin. Das gibt es in ganz, ganz vielen Teachings, aber dein Verstand weiß oftmals überhaupt nicht, ja, wieso denn? Es ist so wichtig, dass du verstehst, was damit gemeint ist und was auch Dr. Joe Dispenza meint, wenn er dich in seinen Raum führt. Ja, was ist damit gemeint mit meinem Raum? Mein Raum ist mein Universum. Und wenn Gabby Bernstein oder Gabrielle Bernstein sagt, the universe has your back. Ja, viele haben das Buch gelesen, ich auch. Wow, da ist ein Universum da draußen und es hat voll meinen Rücken, hält mich, das ist mein Rückhalt. Ja, aber das Universum stützt mich nur, wenn ich erkenne, woher diese Stütze kommt, dass ich diese stützende Qualität von mir auch annehmen kann. Weil es gibt so, so viele Leute, die sind da draußen und glauben, sie kriegen von etwas im Außen eine Stütze. Und wenn es das gute Universum ist, das Universe has my back. Aber wenn ich das Universum bin, dann heißt es ja, wow, I have my back. Ich habe meine Stütze. Ich stütze mich. Und so ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass dieses Universum genau das ist, das macht, das tut, was ich in meinem Bewusstsein habe. Und das Universum selber straft nicht, denkt sich nichts aus, hat auch keine bösen Absichten, hat auch keine bösen Ansichten, sondern das Universum ist einfach das, was ich bin. Und hier komme ich so krass in die Eigenverantwortung, denn das Universum per se ist eben leer. The Void, Dr. Joe Dispenza, ja, wenn ihr die Meditationen von ihm gemacht habt, dann, oder vor allem die älteren Meditationen, Feel the Void. Ja, er will einfach nur, dass du fühlst, dass da nichts ist, wenn du nichts reintust. Dass du fühlst, dass da einfach nur mal absolute Leere ist, die du füllen kannst, und zwar mit dem, was du glaubst, was du denkst. Aber per se ist da eben nichts. Da ist nichts, das ist leer, das sind keine Bewertungen und das sind keine Bedingungen. Da herrscht absolute Zusammenhangslosigkeit, weil du stehst in 0,0 Zusammenhang mit irgendetwas anderem als mit der Energie, den Gedanken, den Vorstellungen, die du selber generierst. Also das Universum ist quasi eine Umsetzungsmaschine. Es ist ein Kreator, es ist einer, der das umsetzt, was du sagst, was du machst, was du bist, was du annimmst. Es ist ein Reflektor von dem, was du hineingibst in die Leere. Und du kannst eben nur dich selber in die Leere hineingeben. Du kannst nichts anderes hineingeben, denn letztendlich, wenn du glaubst, dass du etwas von außen hineingibst, dann bist eben du immer noch diejenige oder derjenige, der hineingibt. Also ist es deins. Es ist immer nur deins. Also mit klarer Absicht, mit klarer Intention und mit Erwartung von dem, was du haben möchtest, kannst du das Universum jederzeit füllen. Du kannst das Universum jederzeit impfen, programmieren, so machen, wie du es willst. Aber dazu muss es natürlich zuerst in deinem Bewusstsein sein. Es muss in deiner Wahrheit sein. Und dann wird das Wissen, was du reingibst, bedingungslos umgesetzt. Dein Wort, dein Wille geschehe, dein Wille ist Befehl.
Und hier kommt jetzt eben auch die Krux bei dieser bedingungslosen Umsetzung. Ja, hier kommt die Krux der Dualität. Die Dualität wird von Bob Proctor zum Beispiel so beschrieben mit Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja? Und diese Dualität bedeutet eben auch, dass da die Dinge sind im Außen, in der objektiven Welt, und dass aber gleichzeitig auch da die Dinge sind in der energetischen Welt. Und wenn du mit Bob Proctor gehst, dann ist das Unterbewusstsein programmiert. Und zwar, es ist programmiert mit Annahmen, Überzeugungen, Rückschlüssen, die du da reingibst, nämlich mit dem sogenannten Ego. Ja, dein Ego ist in deinem Unterbewusstsein programmiert und es ist so lange unterbewusst oder unbewusst, bis du es dir bewusst machst, bis du dahin schaust, bis du schaust, bis du begreifst, wie du funktionierst, wie du tickst, ja, was du glaubst, was du meinst, was du annimmst, was du befürchtest. So lange ist dein Ego für dich etwas, wovor du Angst hast, wo du nicht hinschauen magst. Dabei ist das Ego einfach nur ein übernommenes Selbstbild. Es ist das Selbstbild, das du übernommen hast aus der menschlichen Welt, aus den menschlichen Annahmen, Rückschlüssen und so weiter und so fort. Und das ist die Welt der Form, ja, die Welt der Form, die Welt der Objekte, die physikalische Welt, das ist die Welt, die du versucht hast zu verstehen, als du aus der nicht physikalischen Welt gekommen bist. Das ist die Welt, wo dein Kopf, dein Verstand Zusammenhänge gesucht hat, damit er sie verstehen kann, damit er sich daran orientieren kann. Aber das ist eben die Welt, die menschliche Welt und wie die Bibel sagen würde, die fleischige Welt. Ja, die Welt, wo der Mensch, wo die Idee, wo die Energie Fleisch geworden ist. Und aus dieser Welt oder in die Welt sind wir hineingeboren worden und da haben wir sozusagen angefangen, unseren computerisierten Verstand zu füttern mit Annahmen, mit Rückschlüssen, mit Meinungen, mit Überzeugungen, mit Logik und mit Analyse. Also das heißt, wir haben eine Zusammenhangsanalyse gemacht in diesem Leben. Wir haben versucht, Zusammenhänge, Rückschlüsse und all das zu verstehen. Und so sind diese Programmierungen in unser Unterbewusstsein gekommen. So ist dieses Ego von uns entstanden. Und wir haben aber uns noch nie überlegt, wo das herkommt und warum das so ist. Wir bewerten diese Dinge einfach aus einer Perspektive, die uns einfach nur sagt, das ist gut, das ist schlecht. Und deswegen haben wir meistens das Gefühl, wir sind nicht gut genug und wir sind schlecht. Und wenn wir das aber nicht durchschauen, dass wir durch diesen Autopilot durchs Leben gefahren werden, dann fühlen wir uns eben immer ausgenützt und unterdrückt und falsch und nicht gut genug. Und dieser Autopilot ist einfach nur ein Seinszustand. Und dieser Seinszustand, der durch dieses Unterbewusstsein immer wieder generiert und kreiert wird, das ist dieser Raum, das ist dieses Ich, das ist das Ich bin, in dem ich lebe. Aber wenn ich jetzt keine Lust mehr habe auf all diese Programmierungen, auf all dieses Trauma und all das, was hier rekreiert wird, ja, was da drin ist in unserem Bewusstsein, das sind Überzeugungen über nicht gut genug und dass wir deswegen arm sind und dass wir deswegen nichts Besseres verdient haben und so weiter und so fort. Das sind Zusammenhänge, insbesondere traumatische Erlebnisse, weil wir diese traumatischen Erlebnisse eben immer wieder aus der falschen Perspektive durchkauen und
uns quasi immer wieder selbst traumatisieren, weil wir nicht wissen, wie wir aus diesem Bewusstsein, aus dieser Vorstellung herauskommen. Und es ist an uns, dass wir das erstmal verstehen, wie sich solche Dinge ergeben und generieren. Und so siehst du, dass dein Seinszustand, dein Bewusstsein, das kreiert, manifestiert und generiert, was im Außen ist. Und so gesehen weißt du, dass du niemals eine Schuld hattest, dass du niemals einen Fehler hattest, dass es nicht so niemanden gibt, der dich irgendwo bestraft oder dass du nicht bestraft gehörst oder dass du dir schwere Sachen ausgesucht hast, wie oftmals gesagt wird, sondern es geht einzig und allein darum, dass du diesen Mechanismus, dass dieses Prinzip, diese Energielehre quasi verstehst, dass alles, was in dir an Überzeugungen da ist, eine energetische Information nach außen trägt und das nimmt Form an, das nimmt Situationen an, die du wieder wahrnimmst. Das ist einfach ein simples Prinzip. Dieses simple Prinzip ist da, damit du es durchschaust. Dieses simple Prinzip ist da, damit du es kapierst. Dieses simple Prinzip ist nicht da, dass du leiden musst, um dich weiterzuentwickeln. Das simple Prinzip ist nicht dazu da, das haben Menschen aus diesem Prinzip gemacht, dass wir leiden müssen. Die haben uns erzählt, dass wir uns den Weg des Leidens ausgesucht haben. Aber wir haben uns gar nichts von diesem Leiden ausgesucht, sondern wir kommen halt meistens übers Leiden, über Verzweiflung dahinter, dieses Prinzip verstehen und lernen und zu erkennen zu wollen. Aber diese Vorstellung, dass wir als Mensch hierher kommen, um über Leiden und Not und Armut und Trauer und Verlust und Ängste zu lernen, dass da eine höhere Instanz da ist, die das will, das ist absoluter Blödsinn, weil mein Wille geschehe, mein Wille geschehe und dass ich lerne, dass es hier um einen bewussten Willen, eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Ansicht, eine bewusste Annahme, ein bewusstes Selbstbild, ein bewusstes Selbstkonzept, ein bewusstes Lebenskonzept geht. Das muss ich verstehen. Dazu bin ich hier. Und wenn ich dann verstanden habe, dass es quasi zwei Welten gibt, es gibt zwei Perspektiven, das ist das, was die Dualität möchte. Und zwar einmal ist es eben diese unbewusste Welt, diese Welt, die entsteht im Außen, die uns gezeigt wird, die uns die Funktionsweise zeigen will und die eben auf unseren gültigen Annahmen und Rückschlüssen basiert. Und gleichzeitig gibt es eben die bewusste Welt, und zwar diese Welt, wo wir wissen, jetzt neu, dass sie bedingungslos ist, dass es einfach nur ein Umsetzer ist, dass es nichts ist, was irgendeinen anderen Geschmack, einen irgendeinen anderen Wert, eine irgendeine andere Vorstellung hat als ich, weil ich ja das Universum bin. Und wenn ich jetzt verstehe, dass all das, was ich haben möchte, genauso da ist, wie das, was ich nicht haben möchte, aber es in dieser bewussten Welt für mich entstehen muss, in meinem Bewusstsein, dann weiß ich, wo ich ansetzen muss, dann weiß ich, ich habe immer die Wahl, es ist immer die Wahl, die ich habe und meistens wähle ich eben immer wieder das, was ich kenne, diese unbewusste Welt, diese Welt, die mir sagt, dass ich da nicht herrsche, sondern dass da was anderes herrscht. Das ist quasi mein Autopilot, diese Welt, in der alle scheinbar zu leben scheinen, in der scheinbar all das ist, was ich möchte. Und hier muss ich eben jeweils wählen,
in welches Bewusstsein ich gehe, ob ich in das Bewusstsein der Logik und der Analytik gehe oder ob ich in das Bewusstsein der Energie gehe. So, und jetzt komme ich zu dem Wort Seele. Ja, du glaubst also, die Seele, deine Seele ist dieser energetische Ort, deine Seele ist dieses energetische Wesen. Und hier passiert oftmals eben noch der Fehler, dass wir Seele mit Psyche verwechseln. Aber die Psyche ist im Prinzip diese unterbewusst programmiert wordene Seele oder die Psyche ist unterbewusst programmiert worden, aber die Seele ist quasi das unprogrammierte, reine Bewusstsein, das leere Bewusstsein, wie ich dir vorher gesagt habe, das Bewusstsein, das eben einfach nur leer ist, ohne Bewertungen, ohne Zusammenhänge, ohne Analyse, ohne Logik. Und das herrscht eben auch in dir. Und wenn wir versuchen, unseren Seelenweg zu gehen oder unserer Seele zu folgen, dann ist es eben wichtig, dass wir hier diesen klaren Unterschied kennen, dass wir nicht meinen, die Seele ist etwas, was erst geheilt werden muss, sondern die Seele ist per se heil. Und wenn ich aus meiner unheildenkenden Psyche sofort würde in meinen Seelenzustand gehen, in meinen heilen, in meinen perfekten Zustand, dann kannst du dir auch vorstellen, dass du plötzlich einen heilen und perfekten Raum, Lebensraum, Kreationsraum, Manifestationsraum schaffen würdest, wenn du das können würdest. Und das ist eben das, was wir lernen müssen, diese Unterscheidungen zu machen, immer wieder die richtige Wahl zu treffen, damit wir hier ganz klar wissen, wie dieses Prinzip funktioniert und wie wir aus einer formlosen Welt, aus einem formlosen Raum, aus einem energetischen Raum, aus unserer inneren Welt heraus diese Dinge kreieren und generieren. Und diese innere Welt, die entspricht der Seele, die ist perfekt. Das ist eben die göttliche Welt, das ist die spirituelle Welt, die Welt, in der alles energetisch in Ordnung ist, praktisch überhaupt komplett in Ordnung ist. Das ist die Welt der Energie, wo es eben kein Schlecht und Gut gibt, wo es kein Böse gibt, wo es keine Gemeinheiten gibt, wo es keine Beurteilungen gibt, sondern wo es eben nur energetische Wirksamkeit gibt. Und das ist eben Wirksamkeit. Ich schicke einen Befehl raus und der wird umgesetzt. Ich schicke eine Information raus und die wird umgesetzt. Und das ist diese Wirksamkeit, das ist dieses Prinzip. Und ich bin der Informierer, ich bin der Informant, ich bin der Informationsgeber. Und wenn du das verstehst, dann weißt du auch, was es heißt, du bist ein energetisches Wesen. Weil wenn du ein energetisches Wesen bist, dann hast du per se keine Geschichte, dann bist du auch leer. Dann bist du ein unbeschriebenes Blatt. Und diese Beschreibung deines Blattes dient einfach nur dazu, dass hier eine Welt für dich, ein Lebensraum, ein Raum manifestiert wird, in dem du dich erleben kannst, in dem du Erlebnisse sammeln kannst, in dem du Erfahrungen sammeln kannst, aber Erfahrungen im Sinne von das ist ja interessant und nicht so, ich muss lernen, ich bin nicht gut genug, dieses Ding von Erfahrung, ja. Und deswegen ist es klar, wenn du jetzt verstehst, was damit gemeint ist, auch mit dieser Energie und mit dieser Leere, dann ist es ganz, ganz klar, dass du, ja, dass es den Teufel und dass es Gott gibt, ja, dass diese teuflische Idee, dass alles schlecht ist und dass alles gemein ist, unterdrückerisch ist und dass es Strafe gibt, die Strafe des Teufels, oder dass du die Wahl hast, dass du anfängst, an die göttliche Idee zu glauben, an eine Idee, die eben auf Basis der Perfektion, auf Basis der Vorstellung, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist, lauert. Es kommt einfach nur daher, wo kommst du her?
Aus welchem Mindset kommst du her? Aus welchem Mindset betrachtest du dich? Aus welchem Mindset heraus schaffst du deine Räume, deine Lebensräume, deine Welt und dein Universum? Aber dieses Prinzip, dass du dich nach außen manifestierst, das bleibt erhalten. Nur ob du dich als Teufel siehst oder als Gott oder als Teufelin oder als Göttin, je nachdem manifestierst du nach außen. Und so ist es klar, dass du so perfekt, wie du warst, an deinem Tag deiner Geburt, dass du jeden Tag wieder neu genauso perfekt sein kannst und aus dieser Perfektion, aus diesem göttlichen Seinszustand heraus dein Leben manifestieren und generieren kannst. Und diese perfekte Idee, die wohnt eben in deiner Seele. Das ist mit Seele gemeint. Und diese Seele, ich nenne das eben, dass diese Seele aus dem göttlichen Design, aus dem Divine Design heraus designt ist. Das ist dein Seinszustand, der aus der göttlichen Idee designt worden ist. Und das ist eben das, wo du eigentlich wohnst. Das ist das, was in deinem Herzen so genannt wohnt. Das ist die Vorstellung deines Herzens. Das sind deine Herzenswünsche, das sind deine Herzensvorstellungen. Die sind aus der göttlichen Perfektion geboren und nicht aus einem Mangel, aus einer Mangelvorstellung. Und so wohnt eben auch in deinem Herzen dein perfektes Sein, dein bedingungsloses Sein. Es ist ein Seinszustand, den du jederzeit für dich beanspruchen kannst und der weiß, dass du absolut in Ordnung bist. Dass all das, was deine Psyche, dein Ego, dein Blablabla dir erzählt, dass das einfach eine glatte Lüge ist. Und so ist es klar, dass du, wenn du dieses Divine Design für dich als dein einziges Design annimmst und nicht irgendwie denkst, dass dieses Design, was die Psyche, was die Analyse und so weiter und so fort, was das Hokuspokus und von mir aus auch Genkis und Human Designs für Design dir überstimmen wollen. Wenn du aber weißt, ich bin aber doch per se aus einem Divine Design, dann mein Herz, deine Seele, deine Liebe ist Liebe in Reinform. Ja? Da gibt es keine Bedingungen. Deine Essenz ist eben aus diesem Divine Design. Das ist deine Wahrheit, das ist deine Substanz. Und auf die darfst du jederzeit und in jeder Situation zurückgreifen. Und an jedem Ort zurückgreifen. Und da weißt du eben, dass da ein limitloser energetischer Raum eröffnet wird von dir und dass da eben keine Limits rein müssen, weil das ist leer, da ist nichts drin, außer immer nur das, was du bist. Und deswegen kommt es jetzt so wahnsinnig gut drauf an, dass du weißt, es geht nur um mich, um meinen Seinszustand. Es geht darum, mich aus genau dieser höchsten Divine Design Perfektion zu sehen. Und wenn du das geschafft hast, und manchmal schaffen es nur kleine Momente, kurze Momente, dann fühlt sich das an wie Heimkommen, wie ein Gefühl, scheiße, ich bin noch total in Ordnung, mein Leben ist doch in Ordnung, alles ist doch in Ordnung. Es fühlt sich an wie ein gut genug sein, wie ein Leben in unbegrenzten Möglichkeiten, wo du plötzlich quasi aufsteigst, wo du merkst, du steigst auf in den Bewusstseinszustand, aus dem du gekommen bist und wo du hingehörst und an den du dich erinnern sollst. Ja? Es ist genau das, oder? Und nur du kannst in deinem Verstand genau diese Herkunft verinnerlichen. Du kannst dieses Selbstbild, dieses Selbstkonzept in dir verinnerlichen, so dass im Außen des Lebens dich genau aus dir, aus diesem Selbstkonzept, aus deinem Divine Design Selbstkonzept reflektiert. Und das ist ein neues Denken. Es gibt ein neues Fühlen und dann entsteht auch noch ein neues Handeln. Es gibt komplett neue Verhaltensmuster, Denkmuster. Es gibt eine komplett neue Persönlichkeit, es gibt eine komplett neue Identität für dich und nicht in dem Sinn neu, dass sie nicht vorher da war, sondern neu verkörpert, jetzt hier verkörpert, neu in diesen Körper hereingebracht, ein neuer Seinszustand, der durch deinen Körper hindurch erlebt wird.
Und nun hast du die Basis für die Veränderung, für die Transformation, für die Heilung gelegt. Und vor allem dieses Verständnis, dass du in voller Eigenverantwortung kannst du dieses Prinzip des Lebens anwenden, das Prinzip der Schöpfung, und du hast das Prinzip der Manifestation tief verstanden und du weißt, dass es keine Ausnahmen gibt, sondern dass du der Schöpfer, die Ursache, die Quelle des Lebens bist, deines Lebens, deines Lebensraums und deines kompletten Universums. Und aus diesem Verständnis kannst du nun natürlich auch dein Traumleben erschaffen. Ein Traumleben, das im Außen eben genau das zeigt, was du im Innen generiert und kreiert hast und was dir und deiner Verkörperung entspricht. Und das ist die Basis, die du verstehen musst, die so tief in jede Zelle deines Körpers reingehen muss, in dein Denken aus dieser neuen Divine Design Perspektive, deine Lebensansichten, da darfst du hineingehen und dann wirst du sehen, dass diese komplette Gefühl der absoluten Heilung, des Heilseins, des Inordnungseins, des Heiligseins dir entspricht, deinem Körper entspricht, deinen Lebensumständen entspricht und so, dass du alle Schmerzen, Trauma, Verletzungen quasi sich in Luft, in reiner Energie, in reinem Nichts auflösen, weil sie nichts mehr mit dir zu tun haben, weil es Dinge waren, die in deine Psyche eingepflanzt worden sind, in dein Denken, in dein Glauben, in deine Überzeugung, die aber nichts mit dem zu tun haben, was du tatsächlich und wirklich und in Wahrheit und Wahrhaftigkeit bist. Und dann weißt du eben, dass du wirklich wertvoll bist, dass du würdig bist, dass du erhaben bist. Dann kannst du klar sein, dann kannst du weich sein, weil du bist unverletzbar. Das Einzige, was verletzbar ist, das ist deine Psyche. Dann kannst du kreativ sein und dein Leben manifestieren, das absolut himmlisch ist. Und weil ich das möchte für dich, gibt es die Inner Healing Ausbildung. Wir fangen am 6. Januar an. Das ist die absolute Basis für deine komplette Transformation und das, was du immer gesucht hast, worauf du immer wieder Fragen gestellt hast, wo du keine Antworten gefunden hast bis jetzt. Du wirst jede Antwort finden. Du wirst dieses Prinzip verstehen und anwenden. Dadurch kommt eine komplette Heilung deiner inneren Welt. Dein sogenanntes Ego wird sich damit abfinden, dass es Divine Design ist. Deine Psyche und deine Seele werden eins werden. Du wirst diese Verkörperung dieses perfekten Zustandes erlauben können und gleichzeitig das Leben im Außen verändern, das Leben für dich verändern, für deine Familie verändern, deine Zukunft verändern. Und dazu ist es so wichtig, dass du diesen Prozess von Kreation, Schöpfung verstehst und erlaubst, diese innere Heilung in dir stattfinden zu lassen, in dem Moment, wo deine Psyche und deine Seele eins werden und du nur noch eins und die eine und die einzige bist. Und du weißt, was der Unterschied von innen und außen ist und du deswegen genauso klar und stabil bist. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dich mit dieser Inner Healing Ausbildung anzufreunden, weil es ist genau das fehlende Puzzlestück, was du gesucht hast. Es ist das, was dir noch fehlt, um deine Welt so zu leben, zu erleben, deinen Beruf, deine Beziehungen, deinen Körper, deine Gesundheit, alles so zu erleben, wie du es dir wünschst. Und weil es so wichtig ist, möchte ich, dass du dieses Wissen dann nachher auch weitergibst als Expert of Inner Healing, Expert of Inner Healing, dass du weißt, im Verständnis her, ohne Hokuspokus, dass du das anwenden kannst, dass du das für dich und andere anwenden kannst. Und aus diesem Grund ist diese Ausbildung nur für dich, wenn du schon etwas gemacht hast in Richtung Energieheilung, Täterheilung, Quantenheilung, Coaching, Therapie, Access Consciousness, Dr. Joe Dispenza, Hypnose, wenn du schon etwas in diese Richtung gemacht hast, wo du zumindest schon einen Einblick, einen Eintritt
in diese Welt der Energie, in die spirituelle Welt. Aber ich meine mit Spirit, meine ich Energie, meine ich die Energie, den Geist, der aus mir herausgeht, ohne Hokuspokus. Diese Non-Dualität verstanden hast, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, wenn du hier eine Basis hast. Es ist so genial, weil das ist genau diese Ausbildung, die diesen ganzen euch Heilern, euch Coaches, euch Therapeuten fehlt, weil ihr macht Dinge und ihr seid unsicher, weil ihr nicht genau wisst, wieso und weshalb und warum es manchmal funktioniert, warum es manchmal nicht funktioniert. Und dieses System, dieses Prinzip dahinter fehlt dir. Und wenn du diese Basis, diese Verankerung da drin gefunden hast und die an andere weitergeben kannst, dann hast du hiermit mein Lebenswerk bekommen, begriffen, kannst es umsetzen und kannst es weitergeben. Es ist diese Einfachheit, diese Simplizität von unserem menschlichen Dasein, für das wir hier sind, dahinter zu schauen. Und das ist mit Erwachen gemeint, das ist mit Erleuchten gemeint, das Erwachen, Erleuchten, das heißt einfach nur, wow, klar, ich schnall's, ich check's, ich seh's, ich weiß, wie es geht, ich lasse mir keinen Bären mehr aufbinden, ich lasse mich nicht mehr schlecht machen, ich lasse mich nicht mehr falsch machen, ich gehe da raus aus diesen ganzen Bewertungen, analysieren und so weiter und so fort. Und ich gehe genau in diese Welt, wo ich die bin, die ich bin. Und ich bin die, die aus göttlichem Design ist. Ich bin die aus Divine Design. Und das möchte ich für dich ermöglichen. Nochmal, wir starten am 6. Januar. Es wird die Ausbildung deines Lebens sein. Es wird alles verändern, was du bisher machen wolltest. Es wird all deine Fragen beantworten und es wird dein ganzes Innenleben heilen und natürlich hinterher zieht dein Körper nach, weil dein Körper ist die Manifestation deines Innenlebens, deines Geistes, deiner Energie, von deinem Spirit, von deinem Seinszustand, von deinem Bewusstsein. Also lass uns das anpacken. Ich freue mich riesig und es ist großartig. Es ist absolut Großartiges. Du wirst nichts Besseres, du wirst nichts Großartigeres finden im Mentoring, Coaching, Ausbildungsbereich, weil hier erkläre ich dir alles. Du wirst keine offene Frage mehr haben, du wirst kein Problem mehr haben, das du nicht transformieren, heilen, so generieren und manifestieren kannst, dass es so ist, wie du willst. Du wirst absolut glücklich und zufrieden sein und du wirst aus den Vollen schöpfen, du wirst aus den Vollen manifestieren. Du wirst ein Lebensgefühl haben, wo du jede Sekunde deines Seins absolut genießen kannst. Und das wünsche ich für dich. Und deswegen schreib mich an, wenn du Fragen hast, was es kostet, wie lange es geht, wann es genau anfängt. All die Details findest du auf meiner Homepage mywellfeeling.com unter Angebote. In diesem Sinne, bis ganz bald. Ciao.